Buddha Blog Podcast Folge 59. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha Blog auf ihre Art unterstützen. Insektensterben. Wenn ich mich so an meine Jugend erinnere, dann gab es früher deutlich mehr Insekten. Mehr Bienen, mehr Stechmücken, mehr Käfer, von allem gab es mehr. Ein achtsamer Umgang mit allen Lebewesen erfordert, auch Insekten für vollwertige Lebewesen zu nehmen, sie, wenn es geht, auch zu schützen. Die Insekten sind mit Abstand die vielfältigsten Tiere. Es gibt unglaublich viele Arten. Manche sind schön und nützlich, andere aggressiv und lästig. Jedenfalls sind die kleinen Tierchen unglaublich wichtig für das gesamte Ökosystem. Sie fressen Aas und organische Substanzen, sie pflügen den Boden, sie sind das Futter für die Vögel, sie stehen fast am Anfang der Nahrungskette. Wenn es den Insekten nicht gut geht, dann geht es allen Tieren nicht gut. Das Insektensterben schreitet voran. Die Auswirkungen für uns Menschen sind überall zu spüren. Die kleinen Krabbler sind eben extrem wichtig für uns Menschen. Fast alle Pflanzenarten benötigen Insekten zur Bestäubung, zum Beispiel Apfelbäume. Keine Insekten, keine Früchte. Die Ökosysteme werden zusammenbrechen. Doch noch immer weiß der Hauptteil der Bevölkerung wenig bis nichts über das Insektensterben. In den letzten 30 Jahren ist die sogenannte Biomasse der fliegenden Insekten um ca. 80% zurückgegangen. Das sind mehr wie alarmierende Zahlen. Wir produzieren uns die nächste Katastrophe und keinen interessiert es. In unseren lieblosen Betonburgen der Städte gibt es kaum noch Platz für Insekten. Die Monokulturen auf den Feldern zerstören die natürliche Lebensgrundlage der Tiere. Wir Menschen gehen ohne Verstand an das Thema. Was wir machen müssen ist, den Tieren ein Umfeld zu bieten, bewusst Unterschlupf und Nistplätze zu schaffen, das Laub nicht ordentlich wegzuschaffen, eine Steinskulptur für sie bauen, so wie wir ja auch für Vögel ein Vogelhaus aufhängen, so eben auch für die Insekten denken. Wichtig ist auch, dass wir uns regional und mit Lebensmitteln ernähren, die ohne den Einsatz von synthetischen Pestiziden und Düngern produziert wurden, am besten von Bauern vor Ort, von einem Teil dieser Gemeinschaft, nicht aus einer gesichtslosen Fabrik. So wird durch die meisten Biobauern gewährleistet, dass auch für Insekten genug Platz vorhanden ist. Ebenfalls wichtig ist, sich saisonal zu ernähren. Was bietet Mutter Natur in meiner Region gerade jetzt, ohne Import aus Israel, Marokko oder vom anderen Ende der Welt? Und wie verhalten Sie sich, wenn in Ihrer Wohnung eine Fliege auf dem Apfelkuchen sitzt? Wollen Sie diese erschlagen oder nehmen Sie sich die Zeit, das Biest nach draußen zu bringen? Wie verhalten Sie sich gegenüber den Lebewesen, die vom Lehrer aller Lehrer als schützenswert beschrieben wurden? Leben Sie hauptsächlich vegetarisch? Schützen Sie die Tiere? Wenn Sie Fleisch kaufen, dann doch hoffentlich solches, das ohne Massentierhaltung hergestellt wird. Ohne Insekten haben wir Menschen bald nichts mehr zu essen. Und wie immer gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, das Leben eingehend betrachtend, ist es möglich, alles, was ist, klar zu sehen. Von nichts versklavt, ist es möglich, von allen Begierden abzulassen. Das Ergebnis ist ein Leben voller Freude und Frieden. Das heißt, wirklich alleine zu leben. Liebe kann töten. Selbstliebe kann töten. Wenn die Dinge ausufern, dann kann alles passieren.
Ich habe im Shaolin-Tempel Europe in der Nähe von Kaiserslautern ein Aquarium geschenkt bekommen. Ein kleines Exemplar mit Pflanzen und einer Schnecke als einzigem Bewohner. Der gute Geist des Tempels züchtet Zierfische im Keller der Anlage. Ich war angetan und bekam ein Geschenk. Man sagte mir ausdrücklich, dass das Aquarium für Fische nicht geeignet sei. Ich solle Garnelen darin ansiedeln, aber ich wollte nicht hören, ging nach einiger Zeit in einen Laden und erstand sechs kleine Neonfischchen, die wunderbar leuchten. Der Verkäufer sagte, dass dies passen würde und ich wollte die Geschichte so hören, denn ich wollte die Fischlein, Haustiere, die ich lieben konnte. Nach einer Weile merkte ich, dass der Fischtank selbst für die kleinen Fische zu klein war. Ich bekam ein schlechtes Gewissen, beschloss wieder in den Tempel zu fahren, dort eine Lösung zu finden. Wieder im Tempel angekommen, sagte mir der gute Geist, dass ich ein Mörder wäre, weil ich aus Liebe zu den Fischen diese fast getötet hätte. Aus meiner Zuneigung eine Gefahr für die Fische geworden sei. Dringend würde ich ein größeres Aquarium benötigen, damit die Fische den nötigen Platz bekommen. Gesagt, getan, ich erhielt wieder als Geschenk einen größeren Behälter mit Zubehör und fuhr wieder nach Hause. Dort siedelte ich die Fischlein um. Keines ging verloren. Ich war am Ende dann doch stolz auf mich. Und ich habe aus der Geschichte etwas gelernt, nämlich, dass selbst Liebe oder Zuneigung töten kann. Gut eben nicht immer gut ist und schlecht nicht immer schlecht sein muss. Wenn selbst Liebe töten kann, dann kann Hass in manchen Fällen positiv sein. Nichts ist so, wie es auf den ersten Blick erscheint. Der historische Buddha hatte recht. Wir sollten nicht werten, nicht in gut oder schlecht einteilen, sondern die Dinge und Menschen annehmen, so wie es kommt, so soll es sein. In der Zwischenzeit habe ich mir noch einen Korallenzwergfrosch gekauft. Die Fische fühlen sich wohl, sie hüpfen durch die Auslassdüse der Wasserpumpe, sie spielen wie in einem Jacuzzi mit dem Wasserstrahl. Und ich beobachte sie und den Frosch achtsam und in Ruhe. Der Fischtank hat meditative Wirkung auf mich. Ein solches Aquarium kann ich sehr empfehlen. Es macht Freude, die Natur selbst im Glas zu bewundern. Und gelernt habe ich auch etwas, nämlich meine Gefühle besser zu hinterfragen. Wie immer ist der Weg das Ziel. Buddha sagte einmal: Töte nicht und lass nicht töten. Die vollkommene Lehre. Die Lehre des Erhabenen spricht von der Vergänglichkeit, die die Ursache unserer Leiden ist, denn aus der Tatsache, dass wir nichts behalten können, daraus folgen unsere Anhaftungen. Das Wissen um die Zukunft ist hart. Jeder Moment kann der letzte sein. Es fällt da sehr schwer, nicht in Trübsal zu versinken. Der Vollkommene hat uns als Ausgleich seine Philosophie hinterlassen, die uns auf die Erleuchtung einstimmt. In der Ruhe liegt also die Kraft. Wir können dem Karma dahingehend entkommen, als dass wir aus dem Rad aussteigen, indem wir die Erleuchtung anstreben und hoffentlich auch erreichen, denn jeder Mensch ist anders. In vollem Bewusstsein die Vergänglichkeit umarmend, jede Sekunde des Lebens als kostbar genießend, im Hier und im Jetzt lebend und verweilend, so lebte der Lehrer aller Lehrer uns das Leben vor. Keine Zeit mit belanglosen Zerstreuungen vergeudend, ganz einfach dem weglosen Weg folgend, hin zum torlosen Tor strebend, die weltlose Welt betretend, im Nirvana dann bleibend, die Zwischenwelt als Realität begreifend. Wie bereiten Sie sich auf Ihren Tod vor? Können Sie jeden Augenblick nutzen? Alles Existierende ist niemals unser. Ein dauerhaftes Ich gibt es nicht, kann es auch nicht geben. Wenn wir die Definition des Ichs aber ändern, dann kommen wir zu ganz erstaunlichen Ergebnissen, die all diejenigen verstören würden,
die sich mit der Lehre Buddhas nicht beschäftigt haben. Alles ist unbeständig, kommt und geht, steigt und fällt. Wie ein Strom oder Fluss, alles ist voller Risiken, das Leben besteht aus Tausenden von Unsicherheiten, selbst im Moment der Geburt wird schon unser Tod geboren. Nichts ist sicher, alles vergeht. Wer ohne Erwartungen durch die Zeit geht, der ist schon fast am Ziel angekommen. Der Erhabene sagte, dass der Körper aus den vier Elementen besteht, aber den Geist von seinem Begehren zu lösen, vom Wünschen und Wollen frei zu werden, das ist schwer zu erreichen, steht jedoch das Ego ganz gewaltig im Weg. Der Vollkommene konnte sich befreien, sich seiner wahren Natur hingeben, die Buddha-Natur, abkapseln von den Leiden, allen Belastungen entgehen, ganz einfach, indem er die Entscheidung dazu traf, sich nicht mehr durch Anhaftungen binden zu wollen. Aber wir Menschen haben nichts gelernt, wir wollen auch nichts lernen. Mein Geld, mein Haus, meine Kinder. Nichts ist meins, alles ist vergänglich. Wir sollten einfach Friede mit unserer Vergänglichkeit schließen, ganz so, wie der Erhabene es uns in seiner Vollkommenheit vorgemacht hat. Wer hier zuhört, der hat Interesse am Buddhismus. Ein Versuch wäre es alles schon wert, finden Sie nicht? Denn der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, vollkommen im wahren Wissen und erhaben im Verhalten. Wann ist es genug? Der Mensch bekommt nur schwer genug, immer noch etwas mehr. Mehr Geld, mehr Gesundheit, mehr vom Leben, mehr Liebe, mehr Sex, mehr von allen möglichen Dingen. Wann ist es jemals genug? Warum wollen wir immer mehr? Wo führt der Weg nur hin? Und wer braucht all die Dinge, die er oder sie so anschafft? Der Trend zum Minimalismus kommt gerade in der Konsumgesellschaft immer wieder auf, denn tief in ihrem Inneren merken die Leute, dass der Kaufrausch auch nichts bringt, ja auch nichts bringen kann. Ich für meinen Teil werde jetzt im Frühling auch wieder durch meinen ganzen Besitz durchgehen, um alles Unnütze auszusortieren, um mein Leben leichter und schlanker zu gestalten, um wieder zu mir zu finden. Denn all der Besitz, das bin nicht ich, das sind zum großen Teil nutzlose Gegenstände, die hauptsächlich Staub fangen. Meist ergeben sich dabei weitere Aktivitäten, die jetzt noch gar nicht absehbar sind, die aus dem Aufräumprozess entstehen. Aber dies ist für das Frühjahr, ich spreche allgemein. Wann wird es jemals genug sein? Wer wird verzichten? Wer das Wollen aufgeben und das Wünschen beenden? Immer mehr häufen wir Menschen auch als Kollektiv an. Wir verbrauchen mehr und mehr. Ohne Maß und Ziel wird alles ausgebeutet. Die Natur, die Tiere, der Mensch ist unersättlich. Wollen wir darüber nachdenken oder immer weitermachen? Wollen wir die Tiere als Lebewesen sehen oder immerzu als Nutztiere bezeichnen? Wollen wir mit der Umwelt endlich vernünftig umgehen oder nicht? Wann ist genug für Sie? Was brauchen wir? Wo soll die Reise hingehen? Für uns als Menschen, aber auch für uns als Menschheit. Wollen Sie sich einmal Gedanken machen, sich überlegen, wohin die Reise gehen soll? Wann Sie als Person genug haben? Wann Sie sich auf Inhalte und Werte konzentrieren wollen? Tief in unserem Inneren wissen wir, dass aller Besitz nur schnöder Tand ist, dass alles nicht wirklich wichtig sein kann, dass es da noch etwas anderes gibt, ja geben muss. Daran, dass Sie auf diesem Podcast buddhistische Texte hören, daran erkennen Sie, dass für Sie auch noch andere Dinge zählen, die nicht materieller Natur sind. Die Philosophie des Lehrers aller Lehrer sagt, dass wir leiden, weil wir nichts behalten können, alles verlieren werden, weil die Vergänglichkeit das alles bestimmende Element im Leben jedes Menschen ist. Die wichtigste Frage ist deshalb, wie wir selbst dazu stehen,
welche Lehren wir aus dieser Gewissheit ziehen. Was folgt aus dieser Gewissheit? Der Weg ist jedenfalls das Ziel. Buddha sagte einmal, wenn man zu lange an einem Ort wohnt, häufen sich zu viele Sachen an. Man übernimmt zu viele Pflichten und Geschäfte, verkehrt mit zu vielen Familien und wenn man fortgeht, empfindet man Trennungsschmerz. Das Unerschütterliche. So habe ich gehört. Eines Tages sprach der erhabene Buddha zu den Bettlern, so bezeichnete man im Buddhismus die Mönche, ihr Bettler. Diese antworteten, ehrwürdiger Herr. Unheilsame Geisteszustände wie Gier, Hass und Verblendung entstehen durch Sinnesvergnügungen, denn diese sind trügerisch und falsch. Für Schüler stellen diese unheilsamen Geisteszustände ein Hemmnis dar, das es zu überwinden gilt, um sich innerlich auch fallen zu lassen, so führte der Lehrer aller Lehrer aus. Wer sich übt, erlangt für seinen Geist auch Zuversicht, so dass er mit einem erweiterten Herzen das Unerschütterliche berührt, worauf die Weisheit zu ihm kommt. Alle materielle Form resultiert aus den vier Elementen, so dass der Übende nach seinem Erlöschen das Unerschütterliche weiter erforscht, das Bewusstsein dazu erfährt. Alle Formen im Hier und im Jetzt und auch in zukünftigen Inkarnationen sind vergänglich. Nicht wert, sich daran festzuhalten. Beim Übenden entsteht immer mehr ein geistiges Klima der Zuversicht, so dass er nun das Unerschütterliche erreicht. Oder aber er erfährt die volle Weisheit. Nach seinem Ableben kann ihn sein Bewusstsein zum Unerschütterlichen führen. Wo aber die Wahrnehmung aller Zustände endet, ohne irgendwelche Teile zu behalten, da kommt der Suchende an das Friedlichste, an das komplette Nichts, das erhabener ist als jede Wahrnehmung, leer von einem Selbst, befreit vom Wollen, ohne Wünsche. Ich gehöre niemandem und niemand gehört zu mir. Ich nehme nichts wahr, aber ich nehme auch nicht nichts wahr. Der duale Zustand schreitet voran. Manche Schüler werden das Nirvana erreichen, andere aber nicht. Überwindet, was entstanden ist, auch wenn das Nirvana noch nicht für euch bestimmt ist. Vielleicht ist es nicht dein, es wird noch nicht deines sein. Hafte trotzdem nicht am Nirvana an. Eine Anhaftung verhindert das Erreichen. Die letzte Konsequenz bleibt immer die Erleuchtung. Unheilsame Geisteszustände, Sinnesvergnügungen, Zuversicht, die materiellen Formen im Hier und im Jetzt, aber auch in einer neuen Inkarnation, die Wahrnehmung des großen Nichts inmitten von Nichts, weder etwas wahrnimmt, noch nichts wahrnehmend, das ist der weglose Weg zum torlosen Tor, zum Nicht-Tod durch Nicht-Anhaftung. Ihr edlen Herren, ich sage euch, dass ihr so den Strom überqueren könnt, ihr so die Erlösung finden werdet. Die Unendlichkeit wartet auf die, die loslassen, nichts wahrnehmen und doch wahrnehmen, die keine Form und keine Leere sehen. Die, die an nichts anhaften, die ihr selbst zurückgelassen haben in der Eindimensionalität, so zur vollkommenen Wahrnehmung gelangen. Sinnesvergnügungen und Sinneswahrnehmungen sind Hemmschuhe, denn nichts wird bleiben, alles wird vergehen, der Weg aber ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Gewalt über den Willen gibt auch Gewalt über den Körper. Samsara. Samsara ist ein Wort aus dem Sanskrit und bedeutet auf Deutsch übersetzt ständiges Wandern. Es zeigt auf den Kreislauf der Wiedergeburten, auf die immerwährende Abfolge aus Geburt, Alter, Krankheit und Tod, das ständige Werden und Vergehen, der Zyklus, der das Leiden erst begründet. Wir leiden, weil wir nichts halten können, weil alles Anhaften nichts bringt, nichts gehört uns, nichts können wir behalten,
weil eben alles vergänglich ist. Aus dem ewigen Kreislauf Samsara können wir aussteigen, wenn wir loslassen, wenn wir die Anhaftungen beenden, das Wollen und das Wünschen aufgeben, damit Erkenntnis erlangen, so in das Nirvana eintreten. Der ewige Kreislauf der Wiedergeburten mit Geburt und Tod, wir werden geboren, wachsen auf, werden älter, der Körper beginnt zu welken, dann kommt der Tod. In Europa hat sich kulturell die Meinung durchgesetzt, dass es dann aus ist, dass wir sterben, nicht wiedergeboren werden. Anders in den indischen Philosophien wie im Buddhismus, im Jainismus und zum Teil im Hinduismus. Hier ist mit dem Tod eben nicht alles zu Ende, sondern nach dem Tod fängt das neue Leben wieder an, das Leben nach dem Tod eben. Nach der buddhistischen Vorstellung verlässt beim Sterben das Ich den physischen Körper, nimmt aber alle Erfahrungen, die Persönlichkeit mit ihren Neigungen, auch das Selbst mit. Besonders auch das Karma folgt dem Ich in eine Zwischenwelt, eine erdnahe Ebene, der Welt der Leere, genannt Astralwelt. Aber diese Welt ist nicht wirklich leer, aber sie ist völlig anders. In dieser Zwischenwelt besteht alles aus purer Energie und ist voller unglaublicher Kraft. Kaskaden von Kräften finden ihre Abbildung in Schleifen und Spiralen. Diese Zwischenwelt ist voller Farben, die Energien von vielen verschiedenen Ichs treffen sich, erschaffen in der Konsequenz neues Leben. Sie interagieren, sie harmonieren. Der Kreislauf des Lebens Samsara geht weiter. Hoch und runter, vor und zurück, das Rad dreht sich weiter. Heute ist alles gut, morgen alles schlecht. Schöne und hässliche Menschen und Dinge begleiten unseren Weg, aber wir Buddhisten streben nach Erleuchtung, der höchsten Erkenntnis, gelassen alles loszulassen, um die vollkommene Glückseligkeit zu erfahren. Wo ist Ihr wahres Zentrum? Wo sitzt Ihre echte Persönlichkeit? Wer sind Sie wirklich? Ihre wahre Buddha-Natur findet sich in Ihrem Ich, nicht außerhalb. Aber tief in Ihrem Inneren, da wissen Sie, dass auf den Tod wieder das Leben folgt. Wir uns also nicht solche Ängste machen müssen, nicht so traurig sein müssen, denn wir wissen um den Zusammenhang der Dinge. Die Abfolge der Zeiten ist unumstößlich, das Universum dehnt sich aus, es wird sich auch wieder zusammenziehen. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, ach, wie leben wir so glücklich, ohne Krankheit unter Kranken. Selbstliebe, erster Teil. Selbstzweifel sind weit verbreitet, selbst Selbsthass kommt immer stärker in allen Schichten an. Die Menschen haben es nicht leicht, es sind schwere Zeiten. Klar muss man auch mit sich selbstkritisch sein, aber der Friede mit dem eigenen Ich ist auch buddhistisch, lehrte Buddha doch, dass wir keinen Lebewesen schaden sollen, also auch nicht uns selbst. Man muss sich ja auch nicht selbst lieben, aber jedenfalls sich annehmen, wie man ist, sich wenigstens okay finden. Alle Menschen machen Fehler, aber sich deshalb das Leben selbst schwer zu machen, das muss auch nicht sein. Und selbstverständlich gehört es zu unserem Leben, dass wir uns immer wieder selbst hinterfragen, auch auf Kritik von Dritten eingehen. Aber wo liegt die Grenze zwischen Selbstreflexion zu Selbsthass? Was ist noch gesund, was geht zu weit? Sich selbst wenigstens anzunehmen, kann man lernen. Diverse Übungen sind auf dem Markt. Ich stelle Ihnen die wichtigsten Ansätze zum Friedensschluss mit Ihrem Ich mit Anleitung vor. Sind Sie bereit, etwas Neues auszuprobieren? Zuerst einmal, wenn Sie sich nicht selbst lieben können, dann hören Sie wahrscheinlich die kleine Stimme, die Sie ständig kritisiert, Ihnen einredet, dass Sie alles falsch machen, nichts wert sind, einfach nur dumme Dinge tun und überhaupt keine Ahnung haben. Diese Stimme ist im Buddhismus ein zentrales Thema, denn auf diese Stimmung folgt Wertung. Etwa, ich bin dumm, und es folgt der Wille,
ich will das oder jenes, weshalb diese Stimme das Ego verkörpert und zum Schweigen gebracht werden soll, was natürlich nicht immer funktioniert. Also müssen Sie sich wenigstens erst einmal mit der Stimme arrangieren, den kleinen Mann im Ohr akzeptieren, einen passablen Umgang mit der Angelegenheit finden. Schreiben Sie sich auf, was in Ihrem Gedankenpalast vor sich geht, welche Gedanken auftauchen und vor allem wann. Was ist vorgefallen, warum kommt dieser Gedanke gerade jetzt auf? Was sind die Zusammenhänge? Fangen Sie an, mit dieser Stimme in einen Dialog zu kommen, die Stimme als Ihr eigenes Ego anzunehmen, die Kritik nicht als Bestrafung zu empfinden, sondern als Chance, um zu wachsen. Fangen Sie an, Ihr Ego in einem ersten Schritt als kleinen Freund zu sehen, das Sie auf manche Dinge aufmerksam macht. Gehen Sie bewusst mit dem Ego ins Gespräch, nicht in eine Konfrontation. Diese Art von Selbstgesprächen dürfen Sie nicht aus dem Weg gehen. Das Annehmen der Situation ist der wirklich erste Punkt zur wahren Selbstliebe. Lassen Sie sich aber nicht von Ihrem eigenen Ego um den kleinen Finger wickeln. Der Weg ist wie immer das Ziel. Buddha sagte einmal, Hass wird nicht durch Hass, sondern durch Liebe besiegt. Buddha und der Ärger. Als Buddha einst mit seinen Anhängern zusammen im Park war, fragte ein Schüler, Herr, wie können wir den Ärger kontrollieren? Buddha antwortete mit einer Geschichte. Er sagte, wer diese Erzählung hört, der wird seinen Ärger im Griff haben, nicht mehr die Kontrolle verlieren. Ihr Wanderer hört. Vor langer Zeit lebte eine streitlustige Frau in einem Dorf. Selbst wegen Kleinigkeiten wurde sie furchtbar wütend. In ihrem Ärger fluchte sie vor sich hin, verwendete alle möglichen Beleidigungen. Wenn dann der Ärger zurückging, tat ihr alles sehr leid. Sie konnte sich die Ausbrüche nicht erklären. Ihre Familie war sehr traurig über ihr Benehmen, die ganze Atmosphäre im Haus war wie vergiftet, etwas musste sich ändern. Eines Tages kam ein Mönch in ihr Haus, fragte nach Almosen. Die Frau gab reichlich, klagte dann dem Mann ihr Leid, erzählte von ihren Stimmungsschwankungen, erzählte, dass sie schnell sehr ärgerlich würde, es danach aber immer bedauern würde, dass sie sich nicht kontrollieren könnte. Der Mönch antwortete, Frau, ich habe hier eine kleine Flasche mit Medizin, genau die richtige für dich. Das ist ein Medikament gegen Ärger. Du hast Glück, dass ich genau diese Flasche dabei habe. Wenn du wieder ärgerlich wirst, dann musst du 3 Tropfen der Medizin auf deine Zunge nehmen und dann für 5 Minuten im Mund behalten. Du darfst den Mund nicht öffnen, sonst wirkt das Medikament nicht. Der Mönch verließ die ungläubig blickende Frau. Trotzdem nahm sie die Medizin, so wie der Mönch es ihr angewiesen hatte. In kurzer Zeit verlor sie ihren Ärger, plötzlich konnte sie sich beherrschen. Der Mönch kam nach einiger Zeit zurück, um nach ihr zu sehen. Die Frau war sehr dankbar. Sie küsste dem Mönch die Hände, sie sprach, »O weiser Mann, die Medizin hilft. Ich werde nicht mehr ärgerlich, ich kann mich beherrschen.« Meine Familie ist sehr glücklich, die Stimmung ist so gut wie schon lange nicht mehr. Als die Frau sprach, glitt ein Lächeln über sein Gesicht, er antwortete ihr, nicht das Medikament hat gewirkt, sondern dass du die Ruhe behalten hast, hat den Unterschied gemacht. Es war gar kein Medikament, in dem Fläschchen war nur Wasser. Du hast deinen Ärger nicht wegen der Medizin beruhigen können, sondern weil du ruhig geblieben bist. Der Lehrer aller Lehrer führte weiter aus, dass Ärger nur durch Ruhe kontrolliert werden kann, weil ärgerliche Menschen manchmal schlimme Worte sprechen, die die Umgebung vergiften. Die einzige Heilung für Ärger ist das Schweigen und der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wer die Unschuld roh misshandelt und bedrückt wehrlose Beute, wird sich einen Zustand zuziehen aus 10-facher Leidensmeute. Selbstliebe Teil 2.
Sicherlich haben Sie schon den ersten Teil von Selbstliebe gehört. Hier geht es weiter. Um sich selbst zu lieben, muss man sich selbst weiterhin gut verstehen, sich Mühe geben, an den wahren Kern zu kommen, hinter die selbstgewählte Rolle blicken. Der große Lehrer sprach von den Realitäten hinter der gefühlten Realität, denn wir Menschen sind selten bereit, uns von unseren Illusionen zu trennen. Warum stört mich an anderen Leuten etwa der Geiz oder die Promiskuität oder der Drogenkonsum? Warum machen mir andere schlechte Eigenschaften dagegen nichts aus, während ich bei manchen Angewohnheiten ausflippe? Warum liebe ich Katzen oder warum hasse ich Hunde? Wie kommen meine Filter zustande? Wieso komme ich mit der Einstellung der Mitmenschen manchmal zurecht, manchmal aber gar nicht? Was mag ich an mir? Was finde ich nicht gut? Wer bin ich? Woher komme ich? Wo werde ich hingehen? Fragen über Fragen. Als nächsten Punkt empfehle ich das Eigenmantra, um durch schwere Situationen zu kommen, um sich an etwas festhalten zu können. Hörer meiner Texte wissen, dass wir nach Buddha in diesem Leben wahrscheinlich keine Schuld tragen, da unser Karma schon in Vorleben erworben sein dürfte, das Leben sowieso so kommt, wie es kommen soll. Also gibt es auch keinen Grund, sich nicht selbst zu lieben. Sagen Sie sich also folgenden Satz in Ausnahmesituationen vor: Ich bin gut genauso, wie ich bin. Wenn Sie in Zweifel fallen, dann atmen Sie erst einmal tief durch. Ich empfehle die Atemmeditation, um zu etwas Frieden zu kommen, denn nur in der Ruhe liegt die Kraft. Weiterhin ist alles Negative auch irgendwie positiv. Mein Vater sagte immer, es gibt nichts Negatives, an dem nicht etwas Positives dran wäre. Also, welche Eigenschaften haben Sie? Schreiben Sie sich eine Liste mit den wichtigsten Charakterzügen und bewerten Sie diese. Was ist nützlich, was kann weg? Was finde ich positiv, was nicht? Welche Folgen haben meine Vor- und Nachteile auf meine Umgebung? Wie wirken diese auf meine nächsten Menschen? Was Ihnen an sich unangenehm auffällt, das könnten andere Menschen als gute Eigenschaft aufnehmen. Welche Änderungen ergeben sich, wenn Sie diese Perspektive wechseln? Egal was passiert, die Philosophie Buddhas kann auch diejenigen Anhänger anleiten, die nicht nach der Erleuchtung streben, die nur eine Art von Wohlfühlbuddhismus praktizieren. In so einem Fall könnte einer der ersten Schritte sein, sich selbst lieben zu lernen. Warum übrigens auch nicht? Wäre es nicht eine gute Aussicht, wenn Sie sich selbst wenigstens akzeptieren könnten? Der Weg ist wie immer das Ziel. Buddha sagte einmal, was vergänglich ist, lohnt nicht der Liebe, lohnt nicht der Freude, lohnt nicht der Neigung. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit auch fortzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.